Mein Name ist Peter Purgerthofer, ich bin von der TU Wien. Das Institut heißt Visual Computing and Human-Centered Technologies. Ich bin auch Koordinator eines neuen Masterstudiums, das wir haben, das Visual Computing and Human-Centered Design heißt und wo wir zum ersten Mal für eine technische Universität eine Säule anbieten, die den Namen Critical Reflection trägt, wo wir Responsible Research and Innovation, ethische Fragen und so weiter behandeln können. Ich bin seit 28 Jahren an der TU Wien mit Unterbrechungen, wo ich im Ausland war, und beschäftige mich vorwiegend mit Fragen der Gestaltung von technischen Systemen, beginnend von ganz kleinen Dingen bis hin zu den gesellschaftspolitischen Fragen. Der Titel des Vortrags ist ein schwieriger und ich habe ihn jetzt einfach einmal umbenannt, den Vortrag, wobei ich die Art künstliche Intelligenz nicht aus dem Augen verlieren möchte, aber ich möchte der Frage nachgehen, wenn ich das mal postulieren darf, wir werden wie mit jeder Technologie werden wir auch mit der künstlichen Intelligenz Probleme haben und wir müssen uns eigentlich fragen, warum wir Technologien eigentlich nicht vertrauen können. Ein recht altes Postulat in unserer Branche ist von einem Herrn Kranzberg und es heißt Kranzbergs erstes Gesetz: Technology is neither good nor bad, nor is it neutral. Das mag wie ein Widerspruch klingen, wir sind uns alle klar, dass ein Messer weder gut noch böse ist, aber es ist davon abhängig, wie man es einsetzt, was man damit tut. Technologie ist anders, denn Technologie verändert die Welt auch ohne. Also Technologie liegt quasi nie in der Schublade. Technologie schafft Strukturen, die bestimmte Dinge leichter machen und andere Dinge schwieriger machen und wirkt als solches auf die Welt. Damit ist sie noch nicht gut oder böse, aber sie hilft manchen und anderen hilft sie weniger und damit ist sie auch nicht neutral. Ich möchte im Wesentlichen über drei Dinge reden, über den Algorithmus oder über Software, über Automatisierung und über AI. AI liegt all diesen Dingen zugrunde. Künstliche Intelligenz ist heute ein guter Teil der Software, die wir kaufen, bezeichnet sich als Machine Learning und solche Dinge. Das ist alles ein bisschen ein Hype, aber nehmen wir es einmal so hin. Automatisierung beruht heute zu einem guten Teil darauf, dass wir künstliche Intelligenz einsetzen. Und über künstliche Intelligenz selber möchte ich an einem vielleicht schon etwas überdiskutierten Beispiel, nämlich den selbstfahrenden Autos, sprechen. Ein Algorithmus ist, wenn man es einmal ganz einfach betrachtet, etwas, wo etwas hineingeht und der Algorithmus macht irgendwas damit und was anderes kommt hinten raus. Wir können uns einen Mensch vorstellen, der da in der Mitte steht und den Algorithmus ausführt, ein Elf oder ein Zwerg, und wir können aber auch uns einen Computer vorstellen, der in der Mitte sitzt, einen Algorithmus ausführt. Das Wichtige ist, der Algorithmus beschreibt, was zu tun ist und etwas anderes darf man nicht tun. Üblicherweise schaut sowas dann so aus, komplexere Algorithmen schauen dann zum Beispiel so aus. Wenn ein Computer einen Algorithmus ausführt, glauben wir aus irgendeinem Grund, dass das objektiv ist, dass das neutral ist. Anders als eine Person, wenn ich einer Person aussuchen lasse, ob ich einen Kredit bekomme oder nicht, dann kann ich davon ausgehen, dass wie ich ausschaue oder ob ich freundlich oder unfreundlich bin, einen Einfluss auf diese Entscheidung hat. Bei Algorithmen glauben wir im Allgemeinen, dass das nicht so ist. Dazu kommt dann noch, dass wir als Menschen dazu tendieren, Maschinen mehr zu glauben als Menschen. Das nennt sich Automation Bias. Gehört in diese große Gruppe der Cognitive Biases oder kognitiven Verzerrungen, wo bestimmte Dinge uns leichter fallen und andere schwerer. Und es fällt uns leichter, etwas zu glauben, was eine Maschine uns mitteilt, als etwas, was ein anderer Mensch uns sagt. Das Beispiel hier mag für jemanden stehen, der seinem Navigationssystem geglaubt hat. Und wir alle haben diese Geschichten gehört von Menschen, die mit ihren Autos in einen Bahnhof eingefahren sind, aber auf den Schienen, die über eine Brücke, über den See gefahren sind, die es nicht mehr gibt und es nicht gesehen haben, weil das Navigationssystem dort hinübergeleitet hat. Demgegenüber steht aber auch die Tatsache, dass Algorithmen nicht objektiv sind und auch künstliche Intelligenz nicht objektiv sein kann. Wir nennen das den Algorithmic Bias. Algorithmic Bias ist aber nicht so wie beim Menschen, der Cognitive Bias, der einfach da ist, wenn wir auf die Welt kommen.
wo man viele dieser Cognitive Biases zum Beispiel evolutionsbiologisch erklären kann, ist es bei Maschinen so, dass es meistens einen Grund gibt, warum eine Software eine bestimmte Verzerrung hat. Ich möchte ein Beispiel geben. Das sind zwei Google-Bild-Suchergebnisse. Ich könnte Sie jetzt raten lassen, was die Suchbegriffe waren, die zu dem linken oder zu dem rechten Suchergebnis geführt haben, die habe ich auch selber gemacht, aber ich verrate Ihnen einfach. Das linke sind unprofessional hairstyles for work und das rechte sind professional hairstyles for work. Und was uns sofort auffallen, ist, dass die Hautfarben der Menschen in diesen beiden Bildern ganz grob verschieden sind. Aus irgendeinem Grund meint Google, unprofessional hairstyles for work finden sich vorwiegend auf den Köpfen schwarzer Frauen und professional hairstyles for work finden sich hauptsächlich auf den Köpfen weißer Frauen. Das ist kein Mensch, der das gesagt hat oder ausgesucht hat. Das ist ein Algorithmus, da ist eine riesige lernende Maschine dahinter. Man könnte auch sagen eine AI, aber niemand nennt es so, die diese Suchergebnisse uns hier vorführt. Ein zweites Beispiel, ein ganz berühmtes Beispiel, Three Boys. Sucht man nach Three Boys, drei Buben, auf Google Image Search, dann findet man diese Bilder, die auch bei genauerem Hinschauen immer nur weiße Gesichter zeigen. Und wenn man aber wenn man sagt, wo sind denn die netten kleinen drei schwarzen Buben, dann bekommt man mehrheitlich plötzlich auch Mugshots, also so Verbrecherfotos dazu. Und das ist wiederum ein Problem. So ist die Welt nicht, nicht? Wir können der Welt einen gewissen Rassismus unterstellen, aber ganz so arg ist es nicht. Das ist ein Problem, das bekannt wurde, das Google inzwischen auch behoben hat. Die Suchen schauen inzwischen anders aus. Ich möchte vielleicht ganz am Rande noch, weil das eine Geschichte ist, auf die ich nochmal zurückkommen werde, darauf hinweisen, dass wir nach Informatiker suchen. Das ist jetzt besonders in die Richtung aller derer, die an das generische Maskulin glauben. Google kennt offensichtlich kein generisches Maskulin, sondern das Maskulin zeigt Männer, 29 Männer und eine Frau, wenn man sie zählt, obwohl Informatiker, wie wir wissen, zumindest 15-20% Frauen sind, Informatikerinnen. Und das ist, wenn wir jetzt sagen, aber Google repräsentiert doch nur die Welt, dann zeigt sich hier eine sexistische Welt, eine Welt, in der Informatiker vorwiegend Männer sind. Ein Schritt weiter ist das hier, vorgestern gemacht, ich suche nach Programmiererin und Google sagt, du meinst doch eigentlich Programmierer, oder? Nicht, wenn wir jetzt zurückkommen zu diesen Three White Boys und den Three Black Boys, dann wissen wir, dass Google sehr viel daran setzt, diese Probleme immer zu beheben. Das ist aus einem Artikel aus dem Guardian von 2016. Sie kennen das, wenn man bei Google tippt, dann beginnt Google einem schon vorzuschlagen, nach was man denn suchen könnte. Are women wurde ergänzt mit Are women evil, Are women stronger than men und Are women equal to men. Und die Suchergebnisse waren aber gleichermaßen schockierend, möchte ich sagen. Ich will das jetzt gar nicht vorlesen, was da alles steht, aber wenn man die ersten drei Suchergebnisse anschaut, ist ganz klar, dass Google auf die Frage Are women evil mit Ja antwortet. Und der Hintergrund dazu ist ein ganzes Netzwerk von ganz rechts gemacht, ein riesiges Netzwerk von Maschinen, die alle aufeinander verweisen. Und wir wissen, die Zahl der Links, die auf eine Seite zeigen, spielt irgendeine Rolle im Google-Algorithmus. Wir kennen den Google-Algorithmus nicht. Wie Google, der PageRank-Algorithmus, wie Google seine Suchergebnisse reiht, was ganz oben steht und was auf Seite 56 ganz unten steht, außer Google weiß es niemand. Dieser Algorithmus ist eines der bestgehüteten Geheimnisse der Welt, so ähnlich wie die Coca-Cola-Formel. Und dieser Algorithmus wird dann halt ein bisschen geändert, um diese Probleme wieder in Ordnung zu bringen. Aber wir haben gelernt, dieser Algorithmus lässt sich manipulieren, indem man die wenigen Dinge, die wir darüber wissen, wenn viele Links auf eine Seite zeigen, dann wandert sie da nach oben, indem man Netzwerke macht, die dieses Bild gezielt erzeugen und dann kann man so etwas schaffen. Solche Probleme werden inzwischen von Google recht schnell behoben. Allerdings ist die Frage, welche Probleme finden wir denn? Welche Probleme glauben wir, wenn wir sie erzählt bekommen, dass es Probleme sind? Nicht? Wie sehr vertrauen wir Systemen, die solche Probleme am laufenden Band produzieren und einen manuellen Eingriff erfordern, damit sie ordentliche Ergebnisse liefern? Und was sind eigentlich ordentliche Ergebnisse? Also wir stoßen hier ganz schnell auf Fragen, die wir ohne weiteres nicht beantworten könnten und wo wir hier als Gruppe
uns wahrscheinlich nicht einig werden würden, was denn eigentlich ein ordentliches Ergebnis sind. Und wenn wir an die Ränder der Gesellschaft gehen, dann wird es noch schwieriger. Die Algorithmen, die das tun, ich habe sie vorhin als eine Blackbox bezeichnet, sind in den meisten Fällen tatsächlich eine Blackbox für uns, denn wir dürfen nicht hineinschauen. Ja? Die sind gesperrt durch Verschleierung, durch Betriebsgeheimnisse, durch Copyright, durch Patente, einfach nur aufgrund ihrer Technizität. Ja, es kann nicht jeder Code lesen, auch wenn wir diesen Code offenlegen würden. Die meisten Menschen könnten ihn nicht lesen und verstehen. Und selbst die, die ihn verstehen können, haben bei einer gewissen Komplexität einen Zeitaufwand des Verstehens, der weit über die Praxistauglichkeit hinausgeht. Damit wird Diskriminierung unsichtbar und eine Behebung wird nicht mehr möglich. Und ich möchte ein ganz konkrete Beispiele geben. Automating Inequality von Virginia Eubanks. Sie zeigt im Wesentlichen, ich habe hier ein Zitat aus einem Artikel über das Buch, wie Government Data und der Missbrauch von Government Data dazu verwendet wird, um arme Menschen zu überwachen, zu profilen, zu bestrafen, dort zu halten, wo sie sind und aus der Gesellschaft zu exkludieren, unter dem Vorwand, dass man effizienter Hilfsmaßnahmen verteilen kann. Und das Ergebnis davon ist, dass weniger Hilfsmaßnahmen ausbezahlt werden. Und sie sagt einen sehr gescheiten Satz. Sie sagt, das ist das Labor, an dem die Software überprüft wird, die später mal uns alle profilen wird. Aber Gott sei Dank kann man sich dagegen wehren noch. Jetzt mache ich einen Sprung von den Algorithmen zur Automatisierung, weil das ein wunderschönes Beispiel ist, an dem man viel zeigen kann. Das war einmal ein Fahrdienstleiter. Fahrdienstleiter schauen heute nicht mehr so aus. Fahrdienstleiter schauen heute so aus. Fahrdienstleiter sitzen in wenigen zentralen Stellen in Österreich, ich glaube 3 oder 4, und überwachen jeweils große Streckenabschnitte. Zum Beispiel von Wien bis knapp hinter den Semmering ist ein Streckenabschnitt, der an einem solchen Arbeitsplatz im Schichtbetrieb betreut wird. Da ist irrsinnig viel Automatisierung dahinter, sonst ginge das gar nicht. Viele der Entscheidungen, wo Züge fahren, wann sie stehen bleiben müssen, werden von einem technischen System getroffen. Der Vorteil ist, dieses technische System kann mit einer wesentlich höheren Grundkomplexität umgehen als Menschen vorher. Das heißt, wir können die vorhandene Infrastruktur effizienter nutzen. Und wir wissen, dass Effizienz so etwas wie die Religion unserer Zeit ist. Jetzt sind da sehr viele Sicherheitsmaßnahmen drinnen und die ÖBB hat aber festgestellt, dass die Zahl der Unfälle sich nicht reduziert hat. Da gab es dann eine Kooperation vor ein paar Jahren mit dem Institut, wo ich arbeite, und wir wurden gefragt, warum ist das denn so? Jetzt haben wir Systeme, die um ein Vielfaches zuverlässiger und sicherer sind als die Menschen, die das vorher gemacht haben. Und trotzdem sinkt die Zahl der Unfälle nicht. Und an der Stelle kann man einen kurzen Vorgriff machen auf die selbstfahrenden Autos. Das wird uns auch bei den selbstfahrenden Autos versprochen. Wenn einmal alles automatisiert ist, dann werden wir viel weniger Unfälle haben. Aber hier zeigt sich zum Beispiel, nö. Das war der Auslöser dafür, ein Schnellbahnunglück bei Wien. Und das ist spannend, weil hier steht menschliches Versagen, Schultern zu Kollision. Und das ist sehr interessant, weil wesentlich weniger menschliche Entscheidungen gefällt werden im heutigen Zugbetrieb. Die das war ein Artikel gleich nachdem das passiert ist. Die Unfallursache ist voraussichtlich eine menschliche Fehlleistung des zuständigen Fahrdienstleiters. Wir haben der ÖBB dann erklärt, dass die systemischen Bedingungen menschliches Versagen erzeugen. Und ich könnte eine halbe Stunde darüber reden, warum das so ist. Da gibt es viele Gründe. Einer davon ist die sogenannte Ironie der Automatisierung. Je mehr wir automatisieren, umso weniger können Menschen mit dem Handbetrieb umgehen. Das ist etwas, was wir zum Beispiel bei selbstfahrenden Autos erleben werden. Wenn die Menschen 90% der Zeit das Auto fahren lassen und 10% der Zeit selber fahren, dann werden die Unfälle in diesen 10% der Zeit passieren, weil die Leute 90% der Zeit nicht fahren. Und wenn man 90% der Zeit nicht fährt, wird man ein schlechter Autofahrer. Es gibt noch ein paar andere Gründe.
Aber das hier war spannend, weil diese Unfälle immer als menschliches Versagen dargestellt werden. Und was heißt das? Dass die, die dieses System, wie es jetzt ist, vorangetrieben haben, sagen, dann schauen wir doch, dass wir das menschliche Versagen loswerden, indem wir noch mehr automatisieren. Und das ist ein Kreislauf, den wir überall finden. Ja? Automatisierung ist ein selbstverstärkender Prozess. Die logische Folge ist die Forderung nach mehr Automatisierung. Menschliches Versagen wird dabei aber auch dadurch provoziert, dass für Menschen nur solche Aufgaben übrig bleiben, die zu Ermüdung und Überforderung führen. Zum Beispiel ist es bei der Bahn so, dass die Fahrdienstleiter einen guten Teil ihrer Zeit damit verbringen, dem technischen System zuzuschauen, wie es Entscheidungen trifft und zu schauen, ob es eh alles richtig macht. Das ist eine Aufgabe, die wir nicht können. Da sind wir wirklich schlecht. Zu anderen dabei zuzuschauen, wie sie etwas tun und aufzupassen, dass sie keine Fehler machen, das können wir eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, aber nicht 8 Stunden. Das führt zu Übermüdung, Überforderung. Unser Hirn geht irgendwo hinten in eine Ecke und sagt, das ist mir zu blöd, ich mache jetzt was anderes. Damit provozieren solche Systeme menschliches Versagen. Außerdem führen solche Systeme, dass die Kompetenz im Routinebetrieb verloren gehen, die Ironie der Automatisierung. Wenn Maschinen etwas effizienter machen können als Menschen, dann werden Menschen durch Maschinen ersetzt. Vor 150 Jahren haben 70% der Menschen in der Landwirtschaft gearbeitet, heute ist es 1%. Wir wissen, Maschinen machen landwirtschaftliche Arbeit effizienter als Menschen und daher haben wir das so passieren lassen. Wenn wir uns heute anschauen, da gibt es jetzt viele Artikel, jetzt kommen wir in dieses, die Roboter werden uns alle die Jobs wegnehmen. Es gibt einige Jobs, die Roboter schon besser machen können als wir. Der Apotheker ist ein nicht sehr anspruchsvoller Job. Wenn man nur daran denkt, was eine Arbeitsbeschreibung macht, die man auf einen Zettel schreibt. Und auf das komme ich auch noch zu sprechen. Was macht ein Apotheker? Menschen kommen mit Rezepten zu ihm oder zu ihr, geben das Rezept ab, die holen von irgendwoher dieses Medikament und geben es raus. Oder Menschen kommen und sagen, was sie für ein Medikament möchten und die gehen und holen das. Vielleicht sagen sie noch dazu, 3x täglich 7 Tropfen und nach 2 Wochen wieder zum Arzt gehen. Aber das steht eigentlich auf dem Zettel. Und wenn man das als die Beschreibung eines Apothekers oder einer Apothekerin beschreibt, dann können das Roboter heute besser. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ich wohne um die Ecke von einer Apotheke, wo das aus dem Lager holen des Medikaments bereits mit einem Roboter passiert. Da macht es einen Rumpeldiploms und das kommt bei so einer Lade raus und liegt da. Aber da sieht man dann auch, dass der Apotheker oder die Apothekerin mehr macht, als nur mir die Medikamente geben. Die reden mit mir, die schauen, ob ich das auch verstanden habe, die erklären mir, warum ich etwas nicht bekomme oder was auch immer. Also da gibt es riesige Randbereiche der Tätigkeit von Apothekern oder Apothekerinnen, die wir mit diesem Roboter-Apotheker nicht abdecken können. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, der AI. Und ich habe schon gesagt, ich möchte das am Fallbeispiel der selbstfahrenden Autos machen. Ich könnte auch wiederum eine halbe Stunde nur über selbstfahrende Autos reden, ein sehr spannendes Thema. Vielleicht ganz kurz angerissen. Ein Auto fährt selbst, plötzlich gibt es einen Unfall, wer trägt die Verantwortung? Nehmen wir an, aus einer objektiven Betrachtung liegt tatsächlich ein Fehler der Software vor. Wer trägt denn da jetzt die Verantwortung? Hunderte Ingenieure haben an dieser Software geschrieben. Im Moment ist es immer die der anderen. Es sind hauptsächlich Auffahrunfälle, wie wir wissen, und das hängt damit zusammen, dass diese Autos in den Situationen, wo sie getestet werden, vernünftiger fahren als die Menschen, mehr Abstand halten und vorausschauender bremsen. Und da gibt es dann Auffahrunfälle, weil Menschen hinten drauf fahren. Das ist aber auch eigentlich kein nachhaltiges Verhalten. Und wir müssen uns fragen, ob selbstfahrende Autos nicht so fahren müssen wie Menschen, nämlich so ein bisschen unvernünftig und so ein bisschen immer zu schnell und so ein bisschen Leute vom Zebrastreifen schneiden, damit sie nicht hinten angestupst werden von den anderen. Die Frage ist aber eigentlich, wie die Schuldfrage überhaupt noch beantwortet werden kann. Die Menge an Daten, die so ein selbstfahrendes Auto die ganze Zeit über sich selber sammelt, ist nämlich so groß, dass das selbstfahrende Auto problemlos Auskunft darüber geben könnte, wie es zu diesem Unfall gekommen ist. Aber diese Daten liegen ja nicht vor. Diese Daten sind im Besitz der Firma, die dieses Auto gebaut hat. Tesla besitzt die Daten, die ihr Auto sammelt, während ihr Tesla selber fährt. Überträgt diese Daten auch dauernd an das Mutterschiff.
Und wenn Tesla diese Daten herausgibt, so müssen wir zu Recht fragen, ob das die richtigen Daten sind. Ob das die Daten sind, die Tesla aufgezeichnet hat, oder die, die den Unfall so ausschauen lassen, dass Tesla unschuldig ist. Wir wissen heute von einigen Unfällen mit Tesla-Autos, wo Menschen gesagt haben, der ist plötzlich irrsinnig schnell geworden und Tesla gesagt hat, hier, die Sensordaten zeigen ganz klar, du hast aufs Gaspedal getreten. Wem glauben wir dann? Aber ein spannender Aspekt, der in dieser kompletten selbstfahrenden Autodiskussion mehr oder weniger ausgeblendet wird, ist die Tatsache, dass es eigentlich ein Computer auf vier Rädern ist. Und von Computern wissen wir vor allem eins, Computer haben Fehler und Fehler können dazu ausgenutzt werden, um Schadsoftware in einen Computer hineinzuspielen. Und das geht auch bei Autos. Und wenn Sie einmal eine unruhige Nacht verbringen wollen, dann suchen Sie auf YouTube ein paar der Videos, wo Leute sich bereit erklärt haben dazu, sich hacken zu lassen, während sie Auto fahren. Das ist ziemlich creepy. Alle diese Autos sind fürchterlich unsicher, weil sie Software sind. Und Software, wissen wir, Software ist nie sicher. Wenn Ihnen jemals jemand erzählt, diese Software haben wir gemacht, das kann nicht gehackt werden, dürfen Sie laut lachen. Ich erteile Ihnen hiermit die Erlaubnis, Software ist nicht sicher, niemals. So ein paar Statistiken, 48% der Computer sind infiziert mit Schadsoftware, 32% der Computer auf der ganzen Welt werden als infiziert eingeschätzt, 30% der Computer in den USA, whatever. Sie können, also ich würde auch davon ausgehen, dass zwischen einem Drittel und der Hälfte aller Computer weltweit mit Schadsoftware befallen sind. Und jetzt stellen wir uns das im Falle eines selbstfahrenden Autos vor. Das ist ganz klar ein selbstfahrendes Auto, die Hände auf den Beinen liegend und plötzlich kommt eine Durchsage, wir geben Ihnen 10 Minuten, um den Betrag zu zahlen, von dem Sie glauben, dass Ihr Leben wert ist. Und nach 10 Minuten werden wir dann entscheiden, ob dieser Betrag adäquat war und lassen Sie entweder am Leben oder wir fahren Ihr Auto auf die Gegenspur und Sie leben nicht mehr. Das ist noch nicht vorgekommen, aber es ist so ein verlockendes Instrument, dass wir uns nicht vorstellen können, dass das nicht passieren wird. Also Schadsoftware wird bei allen technisierten, automatisierten Systemen immer eine Rolle spielen. Vor 2-3 Jahren gab es einen offenen Brief vom Future of Life Institute, unterschrieben von Elon Musk, Stephen Hawking, Stephen Wozniak und vielen anderen großen Namen, der gefordert hat, dass wir unsere Forschungsprioritäten im Bereich AI umstellen müssen. Ja? The progress in AI research makes it timely to focus research not only on making AI more capable, but also on maximizing the societal benefit of AI. Und das ist der Punkt, wo ich mich dann immer fragen muss, warum ist das eigentlich nicht von selber so? Ja? Biologen forschen auch nicht die ganze Zeit an Dingen, die früher oder später unsere gesamte Gesellschaft aushebeln könnten, sondern die schauen sich an, wie die Welt denn so tickt. Die meisten Wissenschaften beschäftigen sich weniger mit den gefährlichen als mit den für die Menschheit positiven Dingen. Nur die Informatik ist da irgendwie uneinsichtig. Also warum machen wir das? Ich möchte zum Schluss vier Thesen präsentieren, die Sie vielleicht so, weil das war jetzt ein bisschen ein Potpourri von vielen Ideen und Dingen, die ich Ihnen erzählt habe. Die These Nummer eins, Technologien sind keine Problemlöser, sie verursachen vor allem Probleme. Wir werden diese Probleme nicht ohne Technologien lösen können. Aber zu sagen, nehmen wir doch diese Technologie, damit lösen wir dieses Problem, ist ein Fehler. Ja? Wir können nicht sagen, Nerds, nerd more. Das hat noch nie ein Problem gelöst. Facebook wird seine Probleme nicht technisch lösen können. Und ich vermute, Facebook wird daran auf die eine oder andere Weise zugrunde gehen. Die zweite These, Automatisierung ist ein selbstverstärkender Prozess. Um diese Feedbackschleife zu durchbrechen, braucht es die Formulierung konkreter Ziele. Zum Beispiel Human Compatible Automation, ein Begriff, der in letzter Zeit so ein bisschen beginnt aufzublubbern, zu sagen, wir sollten so automatisieren, dass Menschen eine Rolle spielen und dass Menschen wertige Tätigkeiten weiterhin verrichten können. Denn wir müssen uns fragen, wenn diese Vision stimmt, dass wir in den nächsten 20, 30 Jahren die Hälfte aller Jobs durch Automatisierung vernichten, warum machen wir das denn eigentlich? Warum gestalten wir Automatisierung nicht so, dass mehr Menschen brauchbare, gute und interessante Jobs haben und sich verwirklichen können, anstatt Systeme zu machen, sodass sie keine Arbeit mehr haben. Und dann darüber nachzugehen, wie wir mit dem sozialen
und humanitären Desaster umgehen, das hier angerichtet wird. Ein Weg dorthin ist es, unser Recht einzufordern, an der Gestaltung von Technologien zu partizipieren. Der Begriff Participatory Design kommt aus der Gewerkschaftsecke aus Skandinavien und findet langsam bei uns wieder Einzug, wenn es darum geht, dass eine Firma sagt, wir wollen investieren in Technologie, wie machen wir das denn? Und dann könnten wir zum Beispiel unsere Belegschaft fragen, wie wir in Technologie investieren, sodass diese Firma besser läuft, anstatt uns von außen Automatisierungssysteme draufdrücken zu lassen oder einzukaufen oder zu bestellen, die die meisten dieser Menschen einfach ersetzen. Nicht? Man erzählt uns oft, dass diese Teilhabe, diese Partizipation vermittelt wird durch die verantwortungsvolle Teilnahme an einem Markt, der, wie uns fast alle Ökonomen aber bestätigen, nicht so funktioniert, wie wir glauben. Die sogenannte unsichtbare Hand, die den Markt angeblich steuert, sagen Nobelpreisträger auch, Joseph Stiglitz in Alpbach, dass die deswegen so unsichtbar ist, weil sie nicht existiert. Dritte These, die Entwicklung zeigt in eine Zukunft, in der es vermutlich nicht einmal mehr ansatzweise genug Arbeit für alle gibt. Wie gesagt, ich halte das für einen Fehler, wir könnten auch anders, aber die Entwicklung momentan zeigt in diese Richtung und unsere Wirtschaftsordnung ist darauf nicht einmal ansatzweise vorbereitet. Also wenn wir nicht in der Lage sind, den Einsatz von Mitteln in der technologischen Innovation zu steuern, dann sollten wir wenigstens darüber nachdenken, wie wir damit umgehen, dass 50% der Menschen Arbeit haben. Und schließlich, wir haben gesehen, dass es keinen Weg gibt, Computer wirkungsvoll zu regulieren. Ich erinnere an die Copyright-Debatte. Bis heute ist jede neue Technologie, die kommt, binnen weniger Wochen geknackt, die Inhalte frei verfügbar in irgendeinem Untergrundmarkt, wo sie ausgetauscht werden. Jede neue Plattform, die Filme streamen lässt, lässt sich auch aufzeichnen. Alle Versuche, das anders zu machen, sind gescheitert und heute macht man eher so ein Laissez-faire und sagt, wir machen es komfortabel und darum zahlen die Leute. Sie können noch immer jeden beliebigen Film aus dem Netz herunterladen, obwohl es illegal ist, weil niemand sie erwischen wird, aber es ist komfortabler, irgendwas für irgendeinen Streamingdienst zu zahlen und die Filme dort anzuschauen. Also wir haben gesehen, dass es keinen Weg gibt, Computer wirkungsvoll zu regulieren und weil autonome Maschinen und AIs genau dasselbe sind wie Computer, nämlich Computer, die was tun können, gilt das auch für die. Wenn böswillige Menschen meinen, sie müssen eine AI dazu einsetzen oder einen Roboter dazu einsetzen, um die berühmten 3-Roboter-Gesetze von Asimov zu brechen, dann wird kein Gesetz sie daran hindern können und keine Technologie vor allem, die wir dort hineinbauen können. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ja, einen schönen guten Abend auch von mir. Danke für die Einladung. Danke, dass ich heute hier reden kann. Ich hoffe, Sie hören mich auch. Ja, wie Walter jetzt schon gesagt hat, ich bin Politologin, ich bin Buchautorin und ich bin Chefreporterin, das verspreche ich mich schon selber, der Wochenzeitung Falter, die Kickl sei Dank in den vergangenen Tagen durchaus in Funk und Fernsehen präsent war. Ich arbeite schon sehr lange beim Falter, seit 18 Jahren, habe während des Studiums dort begonnen und habe sozusagen fast 2 Jahrzehnte Erfahrung im Journalismus, habe eigentlich seit Beginn mich sehr intensiv mit der FPÖ beschäftigt und ich habe heute die Ehre, hier mit Ihnen über ein eigentlich sehr schwieriges Thema zu diskutieren, und zwar Hass im Journalismus. Da ist für mich mal die erste Frage, wo fängt denn der an?
Und wo endet die berechtigte oder auch nicht berechtigte Kritik an unserer Arbeit? Wo beginnt der Hass? Und eine auch sehr wichtige Frage für mich in meiner täglichen Arbeit, wie thematisiert man diesen Hass, ohne sich nicht selbst zum Opfer zu machen? Weil das ist auch nicht das, was ich gerne möchte und ich glaube auch viele andere Kolleginnen und Kollegen wollen das nicht. Wenn man jetzt im Wörterbuch nachschaut, findet man unter Hass als Definition feindselige Abneigung, starkes Gefühl der Ablehnung und Feindschaft. Und das ist was, was wir Journalistinnen und Journalisten natürlich provozieren. Wir machen uns nicht nur Freunde und das ist gut so. Wäre es anders, dann würde ich und auch meine Kolleginnen und Kollegen was falsch machen. Unsere Aufgabe als Journalisten und Journalisten ist nicht geliebt zu werden. Unsere Aufgabe ist es aufzuklären, den Menschen Informationen zu geben, die wir prüfen, damit sie sich ein Bild machen können, damit sie entscheiden können. Unsere Aufgabe ist es aber auch, Missstände aufzudecken und Position zu beziehen. Und zwar nicht für eine Partei, sondern, und das ist mir in meiner Arbeit ganz wichtig, Position zu beziehen für diejenigen, die keine laute Stimme haben. Auch das sehe ich als Aufgabe von Journalismus. Und wenn man das macht, gibt es immer welche, denen das nicht passt. Das ist so. Wir Journalisten können und wollen es auch nicht allen recht machen. Trotzdem muss ich sagen, dass sich in den 18 Jahren im Kontakt zwischen uns Journalisten und dem Publikum vieles verändert hat. Und nicht unbedingt nur zum Positiven. Es gibt zwar auch positive Veränderungen, zum Beispiel, dass ich heute viel mehr Möglichkeiten habe, an Informationen zu kommen als noch vor 18 Jahren. Auch dank Leserinnen und Leser, die mich heute sehr schnell auf Dinge aufmerksam machen können. Aber es gibt auch sehr, sehr viel, das sehr negativ ist. Und ich mag Ihnen das anhand einiger Beispiele kurz skizzieren. Wenn ich vor 18 Jahren im Falter etwas geschrieben habe, das jemanden geärgert hat, dann kam meistens ein Anruf und sehr oft hat die Person mir dann am Telefon gesagt, ich kündige mein Falter-Abo und ich verschrotte das Falter-Fahrrad. Das war so die Standard-Antwort. Ich glaube, die Fahrräder sind nie verschrottet worden. Abo-Kündigungen gab es immer wieder. Wenn ich über rechtsextreme Umtriebe in unserem Land berichtet habe, auch das mache ich jetzt seit 18 Jahren regelmäßig, dann bekam ich auch oft Postkarten, entweder mit einer ziemlich alt wirkenden Handschrift oder noch auf Schreibmaschine verfasst. Und meistens waren das so Landansichten, schöne, und dann stand irgendwas Böses auf der Rückseite, mit ganz vielen Rufzeichen in die Schreibmaschine gehämmert. Das waren jetzt auch keine Freundlichkeiten, aber es war überschaubar. Wenn ich aber heute hingegen Skandale aufdecke, wie zum Beispiel den antisemitischen Liederbuchskandal, dann gibt es zwar auf der einen Seite viel Lob, aber gleichzeitig prasseln über alle sozialen Kanäle die wütendsten Beschimpfungen auf mich ein. Zum Beispiel Nachrichten mit Fragen wie, sind Sie eine Jüdin, Frau Horacek? Und damit ich die Frage auch ganz richtig verstehe, wird gleich ein Goebbels-Bild zugeschickt. Das sind Sachen, die passieren. Oder wenn ich über Flüchtlinge berichte, kommen so nette Aufforderungen wie, ich möge mich doch mal von 20 Afghanern vergewaltigen lassen. Dann schreibe ich so einen Blödsinn nicht mehr. Und das nicht einmal, sondern dank der Geschwindigkeit und der leichten Zugänglichkeit sozialer Medien ganz oft. Es hat sich einfach was verändert. Wer sich früher bei mich geärgert hat, musste die Falter-Telefonnummer raussuchen oder eine Postkarte beschriften, eine Briefmarke kaufen, zum Postamt gehen. Ich würde sagen, 99% derer, die sich geärgert haben, sind irgendwann auf dieser Reise abgebogen in Richtung Wirtshaus oder Fernseher und die Nachricht hat mich nur selten erreicht. Heute reicht das Smartphone und man kann mir um 3 in der Früh Beschimpfungen zuschicken und das gleich auf meinem persönlichen Account. Jetzt will ich aber nicht jammern. Ich finde, das muss man aushalten. Es gibt auch den Spruch, if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Man muss einfach, also muss aushalten, meine ich damit, man muss lernen, damit umzugehen, weil man sonst kaputt geht. Und ich halte das auch gut aus, weil ich meinen Weg gefunden habe, damit umzugehen. Wenn es jetzt nur um mich persönlich gehen würde, könnte ich sagen, okay, passt für mich, geht, ist nicht immer angenehm, aber ist so.
Jetzt geht es aber nicht nur um mich, sondern was wir spüren im Journalismus, ist ein immer stärker auftretendes Online-Mobbing, so will ich es mal nennen, ein Online-Mobbing gegen kritische Journalistinnen und Journalisten. Ein Beispiel, Anfang des Jahres stellte FPÖ-Chef Strache, damals schon Vizekanzler, ein Bildchen auf seine Facebook-Seite und schrieb drüber Satire und machte daneben einen lachenden Smiley. Was sah man auf dem Bildchen? Das Bild war den sehr kritischen, sehr guten und zu Recht vielfach preisgekrönten Moderator Armin Wolf vom ORF. Und im Bild stand daneben ein kleiner Text und da stand, es gibt einen Ort, an dem Lügen zu Wahrheiten werden, das ist der ORF, das Beste aus Fake News, Lügen und Propaganda. Walter Oetschel und ich haben ein Buch geschrieben, das hat er vorher schon gesagt, das heißt Populismus für Anfänger und sieht so aus. Und in diesem Buch analysieren wir die Muster, deren sich erfolgreiche Rechtspopulisten wie Strache bedienen. Aber nicht nur Strache, sondern das können sie auch anwenden auf die AfD, auf Donald Trump, auf Salvini in Italien, auf Viktor Orban in Ungarn. Es gibt viele, viele und es sind immer die gleichen Muster. Muster 59 in unserem Buch lautet, werfen Sie den Feinden vor, was Sie gerade tun. Und genau das hat Strache mit seinem Posting gemacht. Er hat Fake News, er hat Unwahrheiten verbreitet über einen sehr guten, ich würde sagen ausgezeichneten, auch vielfach prämierten Journalisten und unterstellt dem Fake News. Und das vor einem Millionen, also Millionen nicht, aber von einem großen Publikum. Strache hat über 800.000 Fans auf Facebook. Ebenfalls zu Jahresbeginn, als die Regierung noch ganz frisch war, kampagnisierte die FPÖ-Jugend, und zwar gegen die Standardjournalistin Colette Schmidt. Die jungen Freiheitlichen, die im Ring freiheitlicher Jugend organisiert sind, haben auf Facebook die Mailadresse und die Social-Media-Accounts der Journalistin veröffentlicht und dazu geschrieben, das ist Colette, Colette schreibt für den Standard und stellt gerne FPÖler an den Pranger. Falls ihr Colette etwas zu sagen habt, dann bitte unter und dann kamen die Kontaktdaten. Das ist eine neue Qualität, die wir so nicht kannten in Österreich. Und das darf man vor allem nicht isoliert betrachten. Diese Attacken sind nämlich nicht zufällige Einzelfälle. Diese Attacken sind Teil eines umfassenden Angriffs auf das, was wir objektiven Qualitätsjournalismus nennen. Da ist zum einen die in rechtsextremen Kreisen besonders ausgeprägte Tendenz, sich eine mediale Propaganda-Parallelwelt zu schaffen. Allein die FPÖ ist da sehr erfolgreich. Die hat in ihrem Umfeld eine Vielzahl parteinaher Medien, die nicht objektiv berichten, sondern die hetzen, und zwar nachweisbar hetzen. Gegen Flüchtlinge, gegen Asylwerber, gegen Homosexuelle, gegen Feministinnen, gegen kritische Journalistinnen und Journalisten, gegen Andersdenkende. Die heißen zurzeit, die heißen Infodirekt, die heißen unzensuriert.at, Wochenblick, Alles Roger und so weiter. Das ist jetzt nicht ganz neu, die FPÖ ist europaweit führend gewesen beim Aufbau einer solchen parallelen Medienwelt. Neu ist, dass diese Parallelwelt durch die Regierungsbildung und durch die Regierungsbeteiligung der FPÖ nun zum Teil mit Regierungsinseraten unterstützt wird. Das sind unsere Steuergelder, die Sie zahlen, die ich zahle. Und dass diese Medien, die aber keine klassischen Medien im Sinn von objektiv und mit qualitativen Standards und Check und Recheck und wie wir das alles nennen, sind, dass diese Medien jetzt zum Teil auch mit exklusiven Informationen aus den Ministerien versorgt werden. Das ist was, was neu ist in diesem Land. Und wenn man sich die Medienstrategie der FPÖ ansieht, dann ist das Herzstück Facebook, wie ich Ihnen vorher schon gesagt habe, allein der FPÖ-Chef hat um die 800.000 Menschen, die ihm auf Facebook folgen. Und durch Facebook kann diese Parallelwelt sehr weit in die virtuelle Welt geraten, weil es einfach reicht, einen Klick von Strache und diese Inhalte, die zum Teil wirklich hetzerisch sind, erreichen ganz, ganz viele Leute. Das ist aber nichts, was jetzt die FPÖ exklusiv macht. Wenn wir nach Italien schauen, dann hat Straches italienischer Bruder im Geiste, der Innenminister Matteo Salvini, noch mehr Erfolg auf Facebook.
Er hat mittlerweile ungefähr 3 Millionen Facebook-Follower und sagt auch ganz offen, er redet lieber direkt mit, sagen, über sein Tablet mit unter Anführungszeichen seinem Volk, als mit uns Journalistinnen und Journalisten. Das hat für diese Politiker einen positiven Beigeschmack, und zwar den, dass sie keine kritischen Fragen beantworten müssen. Sozusagen der objektive, kritische Journalismus als Ventil wird ausgeschalten und es gibt eine direkte Kommunikation mit den Menschen, wo man nur seine Sicht und nur eine Sicht verbreiten kann. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt sind aber die offenen Angriffe auf öffentlich-rechtliche Sender, die auch ein Teil dieser Strategie sind. Und wenn Sie sich zurückerinnern, warum haben wir öffentlich-rechtliche Sender? Das liegt an unserer Geschichte, und zwar daran, dass man nach 1945 in Deutschland und Österreich beschlossen hat, man muss etwas schaffen, um zu verhindern, dass jemals wieder eine derart bösartige Massenpropaganda betrieben wird, wie es die Nazis gemacht haben mit dem Radio. Und da war die Idee zu sagen, wir leisten uns einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der journalistischen Qualitätsstandards entsprechen muss, der auch Minderheiten schützt, der nicht nur wirtschaftliche Interessen hat und der die Menschen informiert und ihnen so ermöglicht, an einer Demokratie teilzunehmen. Wenn man sich heute die öffentlich-rechtlichen Sender in Europa anschaut, dann gibt es EU-Staaten wie Polen und Ungarn, wo diese öffentlich-rechtlichen längst zu willfährigen Regierungsstaatssendern degradiert wurden. Das ist aber nicht nur Polen und Ungarn mittlerweile. Vor ein paar Tagen gab es auch in Italien eine Veränderung. Da übernahm gerade eben ein Vertrauter des Innenministers Salvini von der rechtsextremen Lega die Position des Chefs des öffentlich-rechtlichen RAI. Und wir sollten uns in Österreich auch nicht sicher sein, dass der ORF, wen wir ihn kennen, so bleibt in Zukunft. Dass es anders werden könnte, dafür gibt es schon die ersten Anzeichen. Die FPÖ kampagnisiert seit Jahren gegen das, was sie Zwangsgebühr nennt. Für den Öffentlich-Rechtlichen, das ist die GIS-Gebühr, die jeder zahlen muss, der Fernsieht oder Radio hört. Was wäre die Alternative, die immer wieder beschworen wird und von der ich nicht ausschließe, dass sie nicht kommt in Österreich? Das wäre direkt durch die Regierung finanziertes Fernsehen. Was würde das bedeuten? Dass der ORF-Chef Jahr für Jahr zur Regierung gehen muss und betteln muss um Geld. Und wir wissen alle, die Regel, wer zahlt, schafft an. Das ist sicher kein Schritt zu mehr Freiheit für die Redakteurinnen und Redakteure im ORF. Und wenn ich von ersten Anzeichen spreche, möchte ich auch erwähnen, einen Bericht, der vor kurzem, oder Bericht kann man es ehrlich gesagt gar nicht nennen, einen Beitrag, der vor kurzem im ORF lief, und zwar im Kultursender ORF 3, wo zum Thema Österreich und die EU-Ratspräsidentschaft unser Vizekanzler Strache ins Fitnesscenter begleitet wurde. Und dort durfte er zeigen, wie viele tolle Muskeln er hat und wie er sich stählt, damit er fit ist für die EU-Ratspräsidentschaft. Und dass er gute Klimmzüge kann, hat auch noch gezeigt. Ja, und zum Schluss, als ob das nicht alles schon genug wäre, was ich aufgezählt habe, möchte ich noch auf einen Punkt eingehen. Und das sind die Angriffe auf die Pressefreiheit in unserem Land. Und wir haben es ja vorher schon erwähnt, das Mail aus dem Innenministerium an die Landespolizei stellen, wo angeregt wurde, unter Anführungszeichen, dass man in Zukunft kritischen Medien, konkret war das der Kurier, der Standard und der Falter, nur mehr die gesetzlich vorgeschriebene Information geben soll. Das heißt, das, was man unbedingt machen muss als Pressestelle, um nicht gegen die Gesetze zu verstoßen, und andere Informationen nur mehr an Medien, die so berichten, dass es dem Innenministerium gut gefällt. Ich glaube, es spricht für sich, was da für eine Vorstellung von Pressefreiheit dahinter steht. Es war aber nur ein Punkt dieses Mails. Den anderen, der wurde öffentlich weniger diskutiert. Ich finde ihn aber mindestens so diskussionswürdig und bezeichnend, nämlich die Anregung, dass die Polizei bei Straftaten erstens stets dazu sagen soll,
welche Nationalität ein mutmaßlicher Straftäter hat und auch welchen Status, das heißt, ist er Asylwerber, ist er anerkannter Flüchtling, ist er Österreicher. Und das zweite Punkt war, oder der dritte in der Auflistung, dass die Exekutive in ihrer Pressearbeit bei sexuellen Übergriffen, bei Vergewaltigungen, auf Fälle fokussieren soll, die im öffentlichen Raum stattfinden und bei denen Opfer und Täter einander nicht kennen. Jetzt weiß man aus der Forschung und auch im Innenministerium weiß man das, weil die haben genug Erfahrung mit Sexualstraftätern, das ist die Minderheit. Die Mehrheit, die absolute Mehrheit, und zwar die überwiegende Mehrheit sexueller Straftaten oder sexuell konnotierter Straftaten findet im Privatbereich statt und Täter und Opfer kennen einander. Das heißt, da war die unter Anführungszeichen Anregung, gewisse Verbrechen so hervorzuheben, dass die Leute das Gefühl haben oder die Bevölkerung das Gefühl hat, das passiert besonders oft. Wenn ein Ministerium, das ja die Verpflichtung hat, die Menschen zu informieren, solche Schwerpunkte setzt, dann geht es, würde ich meinen, nicht mehr unbedingt um Information, sondern das sehe ich schon einen ziemlichen Schritt in Richtung Propaganda. Und was ist das, sagen, was rauskommt, was ist die Konsequenz? Es schafft Angst. Die Leute fürchten sich. Und vor allem die Frauen natürlich, weil die sind es ja, die zu 90% von sexuellen Übergriffen betroffen sind. Und Folge dieser Angst, und die Frage ist für mich, wie weit ist das gewünscht, wenn man gezielt sowas fordert, ist Wut, und aus Wut entsteht Hass. Und dieser Hass ist kein Hass, der nur unsere Journalistinnen und Journalisten trifft. Dieser Hass trifft uns alle und dieser Hass spaltet unsere Gesellschaft als Ganzes. Und deswegen ist es so gefährlich. Dankeschön. Meine erste Frage ist, wie man da mit sowas umgeht. Das heißt, wie kann man das psychisch bewältigen? Und die zweite Frage ist, es bezieht sich natürlich auch auf die gesamte Redaktion. Das heißt, ich denke natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel auch jetzt durch die Regierung, durch die Umstände derart im Fokus steht, natürlich ärgert man sich. Das ist ja nicht lustig. Ja? Und meine Frage ist, wie wird da intern umgegangen wird und wie man sich immer eigentlich rückversichert, dass man sagt, man muss auf gewisse Standards immer wieder pochen und man darf ja nicht aus ihnen Ärger reingehen? Na, als erstes würde ich mal sagen, im Moment freue ich mich eigentlich mehr und ärgere mich wenig, weil der Falter spürt eine unglaubliche Welle der Solidarität. Wir haben ganz, ganz viele neue Abonnentinnen und Abonnenten, weil viele einfach gesagt haben, ich habe bis jetzt kein Falter-Abo gehabt, ich habe vielleicht mal dran gedacht oder auch nicht, aber was da jetzt passiert, ist eine Sauerei und da mache ich nicht mit und da mache ich ein Zeichen setzen. Vielleicht fangen wir mit der ersten Frage an. Wie geht man damit um? Ich glaube, es gibt verschiedene Ebenen. Das eine ist mal die rationale Ebene und da ich weiß, und das ist auch sagen, untersucht, das ist jetzt nicht meine Empirie, sondern da gibt es Untersuchungen, die das klar zeigen, auch wenn es sehr viel ist, was auf einen reinprasselt an Negativen, das ist nicht die gesamte Welt. Also man muss immer aufpassen und da schaue ich auch sehr drauf, dass man nicht glaubt, das, was in sozialen Medien abläuft, ist ein Spiegel der Gesellschaft. Das ist ein sehr kleiner Teil, der leider wahnsinnig laut sein kann. Aber es ist auch eine Minderheit. Also auch, sagen auch wer extrem schreit, ist deswegen nicht die Mehrheit. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn ich so attackiert wäre, dann werde ich ja nicht als Person attackiert, sondern in meiner Funktion als Chefreporterin dieser Zeitung. Und das muss man auch trennen. Also ich fühle mich deswegen auch nicht persönlich attackiert, weil es geht hier um meine Funktion, es geht um das, was ich aufgedeckt habe. Und man muss auch sagen, die Wuchtigkeit der Reaktion zeigt mir auch oft, dass man richtig liegt. Also am heftigsten waren sicher die Reaktionen zuletzt bei den Liederbüchern,
wo mit Klagen gedroht wurde, wo der Vizekanzler damals auch gesagt hat, er unterstützt das, er findet das gut, dass der Falter geklagt wird. Es wurde dann aber nie geklagt, weil es auch nichts zu klagen gab. Aber wo einfach gezielt versucht wurde, Druck auszuüben und teilweise auch sehr subtil, also wo dann jemand aus dem Umfeld der Regierung auf Twitter einen Porsche postet und sagt, naja, so viel wird das kosten, wenn der Falter dann die Verfahren verloren hat, was natürlich jetzt persönlich auch unangenehm ist, weil also es, ich habe Gott sei Dank eine Redaktion, die hinter mir steht und die mir den Rücken stärkt, aber man will natürlich seinem eigenen Unternehmer nicht schaden. Aber da muss man auch wissen, okay, das ist ein bisschen ein Spiel. Also die wollen einen unter Druck setzen und da macht man halt einfach nicht mit. Und ganz praktisch, was ich immer wieder mache, sehr oft sind diese ganz grauslichen Mails oder sagen Facebook-Nachrichten oder auf Twitter-Nachrichten von Leuten geschrieben von ihren offiziellen Accounts. Das heißt, die Leute schreiben teilweise sogar von ihrer Büro-Mailadresse die grauslichsten Sachen, weil sie einfach irgendwie, ich weiß nicht, das Denken ist nicht so schnell wie das Schreiben am Computer. Und dann rufe ich die an. Und das ist immer recht lustig. Also ich rufe dann einfach an und sage, ja, guten Tag, Nina Horacek, Sie haben mir gerade eine Mail geschickt, Sie wollen haben, dass ich von 20, keine Ahnung, Somalia vergewaltigt werde. Warum wollen Sie denn das? Und das funktioniert immer, also immer gleich. Die sind dann einfach wahnsinnig freundlich. Ja. Es ist halt einfach, also ich bin ja keine Psychologin, ich erkläre mir nur, dass die, wenn sie in ihrer Wut oder was immer oder in ihrem angeblichen lustig sein wollen oder ich weiß nicht, was jetzt sagen die Gründe sind, dass sie so grausliche Sachen schreiben, dann sehen sie aber den Menschen nicht. Und wenn aber dann jemand anruft, dann ist das ein Mensch und das ist ja irrsinnig unangenehm, wenn ein Mensch einem anderen Mensch, auch wenn man sich persönlich nicht kennt, sagt, guten Tag, ich wollte nur sagen, Sie haben jetzt gerade etwas ganz Grausliches gemacht, wofür Sie sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen schämen werden, das ist ja das übersetzt. Mhm. Ja. Und das funktioniert eigentlich gut. Ich glaube, dass wir einfach, dass wir im Grunde noch Babys sind, was die neuen medialen Entwicklungen betrifft. Also wir haben Möglichkeiten, wir alle, also Sie können auch da morgen rausgehen oder heute rausgehen und sagen, jetzt mache ich meinen Blog oder mache meine eigene Zeitung. Als ich begonnen habe im Journalismus, war der ORF noch mit Kameras unterwegs, die waren solche Prügeln. Heute können Sie am Smartphone Filme machen mit durchaus guter Qualität. Aber was das alles bedeutet für eine Gesellschaft, das kapieren wir noch nicht ganz oder fangen langsam an zu kapieren. Wie man das in den Griff kriegt, weiß ich auch noch nicht. Also ich glaube, dass es einerseits ein Lernprozess ist. Also es ist auch zum Beispiel so, da gibt es auch Untersuchungen, dass junge Leute Fake News viel besser erkennen können als Ältere, weil die damit aufwachsen, weil die ein ganz anderes Misstrauen haben. Ich bin noch aufgewachsen mit dem, was im Fernsehen gesagt wird, ist die Wahrheit. Also was aus dem Kastel raus quasi mir verkündet wird, das glaubt man. Und heute können Sie, und das gibt es ja auch, also Sie brauchen nur, zum Beispiel schauen Sie mal FPÖ-TV an. Das ist ein Parteisender, der einmal in der Woche eine halbstündige Sendung macht. Das kann man auf einem sehr, also technisch sehr hohen Niveau machen und man hat das Gefühl, das ist quasi wie Nachrichten gemacht. Es sind natürlich total gefärbte Nachrichten und keine objektive Berichterstattung. Aber lernen, das zu unterscheiden und auch lernen, gewisse Grundregeln einzuhalten in sozialen Medien, ich glaube, das wird einfach ein bisschen dauern. Ich weiß auch nicht, ob man jetzt ganz viele neue Gesetze braucht. Ich glaube, man braucht mehr Information. Gewisse Dinge sind ja schon strafbar. Ich kann ja auch nicht im Internet schreiben, die Frau Horacek hat 20 Menschen umgebracht und mich dann wundern, wenn ich was tue dagegen. Also da kann man ja klagen. Ich glaube, es bräuchte mehr Unterstützung, wenn Menschen betroffen sind von solchen Shitstorms, dass sie sich wehren können, dass sich das auch trauen. Sonst ist es immer schwierig, wenn man mit der rechtlichen Ebene kommt, wo beginnt die Zensur, wer entscheidet quasi, was
man veröffentlichen darf, nicht, ist es gescheit, dass Facebook das entscheidet? Ist Facebook demokratisch legitimiert? Das ist auch so eine Frage. Ob man das nicht irgendwie eigentlich eher in andere Hände geben sollte. Also ich weiß nicht, ob ich haben mag, dass der Zuckerberg die oberste Instanz ist, die dann sagt, Daumen rauf, Daumen runter, darf man schreiben, darf man nicht schreiben. Du hast auch gesprochen im Vortrag, dass die FPÖ hier Vorreiter ist. Mhm. In so Medien, vielleicht magst du uns vielleicht über andere Länder ein bisschen was erzählen oder wie schaut es da aus? Mhm. Naja, also die FPÖ hat sehr früh begonnen, 2008, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2008 oder 2009 hat Martin Graf, damals dritter Nationalratspräsident, unzensuriert.at begonnen. Das ist so eine Online-Plattform, die offiziell jetzt nicht der FPÖ gehört, wo es aber extreme personelle Überschneidungen gibt, wo auch die FPÖ inseriert. Und das war sozusagen das Erste. Mittlerweile gibt es auch unzensuriert.de mit dem Ziel, auch in Deutschland also Leserinnen und Leser zu finden und mit dem klaren Profil nicht Journalismus zu machen, sondern Stimmung für die FPÖ bzw. in Deutschland die AfD zu erzeugen. Ganz extrem ist es mittlerweile in Polen und in Ungarn, wobei in Polen die Situation noch ein bisschen besser ist. Beide Länder haben in Polen die PiS, also PiS, und in Ungarn die Fidesz mit Orbán als einer der ersten Schritte nach der Machtübernahme sofort einmal einen öffentlich-rechtlichen so umgebaut, dass sie einfach kritische Journalisten entfernt haben und Parteigänger installiert. In Ungarn ist es sogar so, dass ein Dach geschaffen wurde von Orbán, wo alle staatlichen Radio- und Fernsehsender zusammenkommen und auch die Nachrichtenagentur, die staatliche, dazu gehört. Und die staatliche Nachrichtenagentur macht eben die Nachrichten für diese Sender. Und auch und gibt die auch kostenlos, stellt die auch kostenlos zur Verfügung an private Medienunternehmen. Gleichzeitig ist im Ungarn gesetzlich verankert, dass Private auch Nachrichten senden müssen. Und gerade Private, die halt eher auf Musik und Tralala sind, übernehmen dann auch noch diese staatlichen Nachrichten. Es gab noch eine zweite Nachrichtenagentur, die hat aber seinen kommerziellen Druck nicht standgehalten. Wenn einer was verschenkt, kann der andere schlecht verkaufen. Das heißt, es ist alles sehr zentral organisiert und funktioniert blendend. Sieht man Ungarn und Polen an, sieht man, was dann passiert nach der Machtübernahme, wo es dann ganz schnell geht. Also zuerst ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk dran, dann kommen die privaten Medien. In Ungarn wurden sehr viele Medien einfach dadurch zerstört, dass es keine staatlichen Inserate mehr gab oder dass sie von Fidesz-nahen Oligarchen aufgekauft wurden und auf Regierungslinie gebracht wurden. Und ich würde sagen, Länder wie Italien und Österreich befinden sich da gerade in so einem Transformationsprozess. Also in Italien sieht man schon recht klar, zum einen eben dieses direkte Kommunizieren von Salvini, der ja sozusagen der starke Mann in der Regierung ist, mit den Leuten. Der setzt sich wirklich mit seinem Tablet hin und redet 20 Minuten, sagen, ich bin euer gewählter Minister, ich möchte euch jetzt erzählen, was ich mache, weil ich arbeite ja für euch. Dann rennt irgendwie zwischendurch das 5-jährige Mädchen von ihm durchs Bild, wo man gleich das Gefühl hat, wir sind ja schon Teil der Familie als Zuseher, also man eine gewisse Nähe bringt und dadurch auch Emotionen und Bindung, das ist sehr wichtig bei den sozialen Medien. Und auf der anderen Seite eben schon sofort eben der Staat den öffentlich-rechtlichen Sender unter Kontrolle zu kriegen, indem man jemanden hinsetzt, der in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er durchaus die Position der rechtsextremen Lega, der nicht abgeneigt ist. In Österreich, würde ich sagen, sind wir in einer ähnlichen Situation.